heute soll es noch meine Neuzugänge vom September geben. Und ich finde auch, der September ist wieder wahnsinnig schnell rumgegangen. Eben noch war der 1. September. Heute, wo ich drehe, ist der 30. Und oh mein Gott, wo ist die Zeit hin? Aber ich freue mich, dass der September jetzt vorbei ist, denn das heißt, der Oktober steht vor der Tür und der Oktober ist der Buchmessemonat. Und ich denke, auf den Buchmessemonat freuen sich die meisten immer besonders. Und ja, ich höre jetzt auch schon wieder anzufangen zu schwafeln und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Götterleuchten 2 im leuchtenden Sturm von Jennifer Armentrout. Ich habe dieses Buch ja bereits gelesen und auch eine Rezension quasi dazu schon hochgeladen. Die verlinke ich euch hier oben nochmal. Wenn ihr mehr Infos zu dem Buch haben wollt, schaut da einfach nochmal vorbei. Ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil der Götterleuchten-Reihe wieder genauso gut gefallen hat wie der erste. Wenn der nicht sogar noch einen Tacken besser war, denn dieses Buch war so witzig. Es war so dramatisch, es war so gefühlvoll und oh, es war einfach nur so gut. Es war ein Traum. Dieses Buch war wieder mal ein Traum, ein Traum, ein Traum. Und ihr wisst, ich liebe Jennifer Armentrout und ihren Schreibstil und ihre Art, Bücher zu schreiben. Total. Und ja, kann nur sagen, dass dieses Buch wieder ganz, ganz toll war. Und ja, das Buch ist im September noch bei mir eingezogen und ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, aber ich darf auf der Buchmesse ein Interview mit Jennifer Armentrout machen und ich bin so happy darüber, das glaubt ihr gar nicht. Ich weiß noch gar nicht so recht, was ich jetzt machen soll mit dem Interview und ich habe auch nicht lange Zeit, also ich habe 15 Minuten Zeit und 15 Minuten ist nicht lang, dann sagt er noch Hallo, dann lässt man sich vielleicht noch ein Buch signieren, dann lässt man sich vielleicht auch noch ein Buch zum Verlosen signieren oder so und ja, dann geht die Zeit halt ratzifatzi rum. Ich höre jetzt aber auf, hier von Jennifer Armentrout zu schwafeln, das wollt ihr nicht hören, ihr wollt meine Neuzugänge raus. Tut mir voll leid, aber ich freue mich so riesig auf dieses Interview und ich habe die Bestätigung vom Verlag bekommen, dass es auch klappt, deswegen I'm so happy. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Buch aus dem HarperCollins Verlag oder beziehungsweise aus dem MTB Verlag. Und zwar ist dieses Buch noch bei mir eingezogen. Neue Liebe in Sunshine Valley von Candace Terry. Das ist ein Liebesroman mit so ein bisschen Erotik auch. Und auch dieses Buch habe ich schon gelesen. Ist im gleichen Video wie Götterleuchten. Also falls euch dieses Buch auch interessiert, schaut einfach in dem Video vorbei. Und ja, das ist eine süße, niedliche Liebesgeschichte, hat mir ganz gut gefallen, ist ein ideales Buch so für zwischendurch. Es ist jetzt kein Buch, was, glaube ich, dauerhaft einem im Gedächtnis bleibt. Also es ist kein Buch, was extrem dramatisch ist oder extrem gefühlvoll. Es ist eine einfache, süße, niedliche Liebesgeschichte, die man gut zwischendurch mal mitlesen kann, wenn man einfach mal was anderes braucht. Also ich brauche ja immer zwischen meinen ganzen Urban Fantasy und High Fantasy und Science Fiction, was ich ja auch sehr, sehr gerne lese. Ich brauche zwischendurch immer mal eine einfache, schlichte Liebesgeschichte. Einfach so zum Abschalten und ja, dafür sind solche Bücher ideal und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ist auch noch im September eingezogen. Das nächste Buch habe ich auch schon gelesen. Ich weiß gar nicht, ob zu dem Zeitpunkt jetzt die Reihenvorstellung schon online ist oder noch nicht. Ich glaube noch nicht. Auf jeden Fall ist bei mir eingezogen der dritte Teil von Mystic City, Schatten der Macht. Ich habe dieses Buch gestern beendet, das heißt, ich werde dann jetzt gleich noch eine Reihenvorstellung dazu machen und noch dann irgendwann die nächsten Tage hochladen. Ich habe gerade meinen Uploadplan nicht im Kopf, deswegen weiß ich das nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich dieses Buch gestern beendet. Das ist der dritte und letzte Teil der Mystic City-Reihe und ich möchte zu diesem Buch einfach nichts weiter sagen, weil ich glaube, ich nehme sonst sehr, sehr viel vorweg. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie mir die Reihe gefallen hat, schaut dann auf jeden Fall in der Reihenvorstellung vorbei. Das nächste Buch habe ich auch schon gelesen. Ich weiß auch noch nicht, ob das Video schon online ist, aber das Video müsste inzwischen online sein. Das werde ich dann jetzt auch gleich noch drehen. Und zwar habe ich den dritten und letzten Teil der Wellington-Saga gelesen, Verlangen. Und es ist der vorerst letzte Teil. Also es ist am Ende, könnte man denken, dass noch ein paar Geschichten kommen könnten. Also es ist ein offenes Ende in dem Sinne und man könnte sicherlich noch weitere Geschichten rund um die Familie Del Campo schreiben. Deswegen lasse ich das jetzt mal offen, dass es der letzte Teil ist, aber es ist im Moment aktuell von dieser Reihe der letzte Teil. Der dritte Teil war so ein bisschen durchwachsen. Er hat mir teilweise sehr, sehr gut gefallen. Ich konnte die Protagonistin auch teilweise wirklich sehr, sehr gut verstehen und auf der anderen Seite wieder halt nicht. Also das war so echt bei mir so ein Mischmasch der Gefühle. Aber es war auch wieder ein richtig schönes Buch, super so für zwischendurch. Es ist eine erotische Liebesgeschichte auch wieder und ja, mehr dazu dann in der Reihenvorstellung zur Wellington-Saga. Ich möchte jetzt wieder nicht zu viel vorwegnehmen. Kommen wir jetzt zu den letzten drei Büchern und die habe ich noch nicht gelesen. Und das erste Buch, was bei mir eingezogen ist, jetzt noch mit im September, ist Talon Drachenblut. Das ist der vierte Teil der Talon- oder Talon-Reihe von Julie Kagawa. Ich fand ja das Ende vom dritten Teil so monstermäßig fies und habe so gedacht, so, oh mein Gott, nein, warum?
Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Es geht ja in diese Reihe um Amber und Amber ist ja ein Drache und hat dann den Drachentöter Garrett getroffen. Und zwischen den beiden ist ja dann so eine Liebesgeschichte entstanden, die ja nicht sein darf. Und dann gab es noch Verrat und Intrigen und Kämpfe und ja, sehr, sehr viel mehr. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf dieses Buch. Ich werde es nächste Woche mit der Niki zusammenlesen und ja, werde euch dann natürlich gleich berichten, wie es mir gefallen hat. Und freue mich schon sehr auf Talon oder Talon. Whatever. Dann ist noch ein Buch aus dem Heine Verlag bei mir eingezogen und zwar Iskari, der Sturmnaht von Tristan Ciccarelli. Ich habe keine Ahnung. Ciccarelli? Ciccarelli? Ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Ja, auf jeden Fall finde ich schon mal das Cover wirklich mega cool. Ich habe das gesehen und dachte so, cool. Und dann habe ich mir den Inhalt durchgelesen und es geht um Drachen und ich liebe Drachengeschichten und ja, ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Es geht in diesem Buch um eine Prinzessin, die schuld ist, dass ein Drache ihr Königreich oder ihre Hauptstadt vernichtet. Und um Rache zu nehmen, wird sie zur Drachentöterin ausgebildet und soll dann diesen Drachen später töten. Und ja, wenn sie das nicht tut, muss sie den verhassten Prinzen des Nachbarlandes heiraten. Und das will sie natürlich nicht und begibt sich dann auf die Suche nach dem Drachen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Und ja, wie gesagt, das Cover finde ich mal mega cool. Und auch hier werde ich euch berichten, wenn ich es gelesen habe natürlich. Und ja, ich freue mich schon sehr auf Iskari. Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch für dieses Video angekommen. Und zwar ist das mein aktuelles Currently Reading. Also wenn ihr dieses Video seht, wahrscheinlich nicht mehr, dann habe ich es bereits fertig gelesen. Ich drehe ja die Videos immer so ein bisschen im Vorlauf. Und ja, und zwar lese ich gerade Das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Wir sind jetzt ungefähr auf Seite 160. Also das Stück hier haben wir schon gelesen. Das müssen wir noch. Und als allererstes muss ich mal sagen, es hat einen schwarzen Buchschnitt. Ich finde das so cool, wenn Bücher bunte Buchschnitte haben und es ist schwarz und es sieht toll aus und das Cover ist toll und alles ist toll und ich finde das ganz, ganz toll. Und ja, ich freue mich schon sehr, jetzt dieses Buch weiterzulesen. Bisher gefällt es mir richtig gut. Der Protagonist Cass erinnert mich so ein bisschen an Lockwood von Lockwood & Co. von seiner Art und Weise her. Er ist sehr selbstgefällig, sehr arrogant, aber er kann es halt auch sein. Also er hat es halt auch drauf. Wisst ihr, was ich meine? Und das erinnert mich so ein bisschen an Lockwood. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Hier wurden gerade Pläne geschmiedet und es ist so gut, was sich die Autorin da ausgedacht hat. Und ich mag es total, auch wenn ich sagen muss, dass ich mit dem Schreibstil so hier und da meine Probleme habe. Es ist jetzt nicht so, dass der Schreibstil mir nicht gefällt oder ich den nicht mag. Und es ist halt so, dass hier Redewendungen drin vorkommen und Sätze vom Aufbau her, über die ich ein bisschen stolpern tue, weil das halt keine normalen Sätze in einer normalen Sprache sind, wie wir sie heutzutage kennen, sondern halt das alles so ein bisschen sehr altertümlich ist. Und da stolper ich immer mal wieder drüber und das bringt mich natürlich dann aus dem Lesefluss. Und ja, aber ansonsten mag ich das Buch bisher wirklich sehr. Es sind bisher auch schon ein, zwei Fragen, die noch offen sind, die ich hoffe, dass die noch geklärt werden. Und ja, bisher mag ich das Lied der Krähen sehr und auch hier werde ich euch natürlich gleich berichten, wenn ich das Buch gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Und es hat einen schwarzen Buchschnitt. Es ist so cool. I like. Ich habe gerade festgestellt, das Lied der Krähen ist gar nicht das letzte Buch, was ich euch noch zeigen möchte. Ich habe noch zwei Bücher geschenkt bekommen, über die ich mich wahnsinnig doll gefreut habe, wobei das eine eigentlich gar kein richtiges Buchbuch ist, sondern ein Notizbuch oder wie heißt das heutzutage, was alle hier schreiben, ein Bookjournal. Man kann es dafür auch verwenden und zwar ist das von den Guardians of the Galaxy und da ist Baby Groot von drauf und ich liebe Baby Groot. Baby Groot ist so toll und süß und ich weiß nicht, die Batterie ist schon relativ leer. Ich habe da so oft drauf gedrückt. Ich weiß nicht, ob es noch geht. I am Groot. Ja, er hört sich schon ein bisschen krank an, der Groot. Also er sagt dann immer I am Groot und hier steht Don't push this button und wer den Film kennt, weiß, was das für eine Bedeutung hat und ich finde das so cool und ganz, ganz lieben Dank an meine liebe Freundin Maria. Ich hab dich lieb. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Buch. Ich freue mich wirklich. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt damit mache. Also es ist ganz normal weiß. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. Also es hat weiße Seiten und hier unten ist ein Rocket drauf und auf der anderen Seite ein Groot. Ich habe mich riesig über dieses Buch gefreut. Ich finde es ganz, ganz toll und ja, ich weiß noch nicht, was ich damit machen werde. Ich glaube, ich werde das für nächstes Jahr nehmen, um dort meine Bücher reinzuschreiben, die ich gelesen habe und ja, mal gucken. Vielleicht meine Neuzugänge noch mit vermerken oder meine Wunschlisten und ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall finde ich das Buch ganz, ganz toll und ich bin so happy und glücklich und vielen, vielen Dank, liebe Maria, du bist verrückt. Dankeschön. Danke, danke, danke. Oh, ich finde es einfach nur so toll. Es ist so süß und ja, I'm so happy.
Und ja, das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, also ich bin immer noch absolut sprachlos. Und zwar hat mir eine liebe Zuschauerin, die Sandra, geschrieben unter eins meiner letzten Videos, dass sie Bücher aussortiert hat. Und sie hat ein Buch aussortiert, wo sie weiß, dass ich es gerne gehabt hätte und haben wollen würde und man es aber einfach nicht mehr bekommt. Und daher hat sie gedacht, sie schenkt es mir. Und ich weiß nicht, das Buch kam gestern an und ich bin hier vor Freude im Kreis gesprungen. Und ja, und zwar hat sie mir dieses Buch hier geschenkt. Der zweite Teil von Grisha, Eisige Wellen. Und wer von euch sich mit den Büchern schon mal irgendwie auseinandergesetzt hat, weiß einfach, dass man diese Bücher nicht mehr bekommt. Es gibt sie einfach nirgendwo mehr zu kaufen. Und wenn man sie im Internet oder irgendwo findet, kosten die ein Schweinegeld. Also so erstaunter und überraschter war ich, als Sandra mir geschrieben hat, sie möchte mir das Buch gerne schenken. Und ich bin immer noch absolut sprachlos. Und Sandra, vielen, 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 vielen tausend Dank für dieses Buch. Du weißt gar nicht, was du mir für eine Freude damit gemacht hast. Ich bin so happy und ich werde dieses Buch jetzt definitiv lesen. Ich hatte mir den zweiten Teil als E-Book schon gekauft, weil man die Bücher nicht mehr rankriegt. Aber ihr wisst, ich und E-Books, wir sind nicht so, ne, die Freunde. Deswegen suppt dieses Buch bei meinen E-Books noch rum. Und wenn ich jetzt aber das richtige Buch habe, werde ich es definitiv mitlesen. Denn ich mochte den ersten Teil von Grisha total und freue mich dann, die Reihe weiterzulesen. Und ich bin immer noch happy und sprachlos und weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Echt, Sandra, das ist, du hast mir damit eine Freude gemacht, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Also, der Hammer, der Oberhammer und es ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer danke. Ich kann nur einfach mal sagen, danke, liebe Sandra, danke, danke, danke. Und ja, mehr gibt es jetzt an dieser Stelle auch nicht zu sagen, außer nochmal danke an Sandra und danke an Maria, dass ihr mir diese zwei Bücher geschenkt habt. Ich freue mich immer noch riesig darüber. Und ja, das waren jetzt meine Neuzugänge vom September. Wie immer gilt, wenn ihr eins von den Büchern kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ansonsten Fragen, Wünsche, Anregungen, alles gerne wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle auch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.